Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute was mega nices. Ich war ganz spontan bei Rewe, wollte ein paar andere Produkte kaufen und bin dann auf so einem großen Pappaussteller vorbeigelaufen, wo es einfach Kollega-Wasser gab. Ich habe davon so ein bisschen mal gehört, aber das ist auch direkt wieder verflogen. Und dann habe ich es tatsächlich in Real Life mal gesehen. Ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt mal. So Leute, auf jeden Fall völlig außerplanmäßig. Mein Bruder sagt mir so, ey, teste das doch. Und dann sehe ich einfach hier Kollega-Wasser. Billig, einfach mal Wasser. Auf jeden Fall, Leute, habe ich es dann gekauft. Drei Sorten gab es, alle drei habe ich gekauft. Drei! Und ich bin mal gespannt, das ist, glaube ich, so Wasser mit Geschmack, das habe ich ja gerade erst bei VitaWelt probiert. Ich würde sagen, let's go, ich hol's mal. By the way, wir haben es einfach 40 Grad, es ist so geisteskrank, ich bin so am Schwitzen. Daher bester Tag, um gekühltes Wasser zu testen. Hier haben wir es auf jeden Fall. Ups, das hat sich schon gelöst, diese Banderole. Mashallah, sieht gut aus, ne? Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf jeden Fall, hier haben wir alle drei Sorten. Einmal haben wir Pfefferminze, dann Zitrone und Orange. Da habe ich mal gespannt, so Orangenwasser, Pfefferminze. Also für meinen Nachteil ist, das ist nicht wiederverschließbar. Das finde ich mal nicht so nice. Zuerst fangen wir an mit Zitrone. So. Erst das auf, und zwar haben wir jetzt hier Zitrone. Ja, es riecht, mein Finger, leicht zitronig. Hm. Oha, das schmeckt einfach original wie nur Wasser eigentlich. Also ich schmecke da kaum Zitrone raus eigentlich. Der Nachgeschmack ein ganz bisschen. Ich schmecke da kaum Zitrone aus, um ehrlich zu sein. Also leichter Nachgeschmack von Zitrone, aber würde ich jetzt nicht so als Zitronenwasser bezeichnen. Jetzt haben wir hier Orange auf jeden Fall, da habe ich auch mal gespannt. Jetzt hier wieder das, hier löst sich auch schon. Der Kleber ist nicht gut. Bis 12.05.24 haltbar, das ist ja eine Menge, ey. So Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall Orange. Das ist auf jeden Fall alles still, das finde ich nice. Also ich persönlich trinke lieber stilles Wasser als mit Kohlensäure, da kann man auf jeden Fall mehr von trinken. Nachts soll man auf jeden Fall Wasser mit Kohlensäure trinken, dann muss man nicht so oft auf Klo. Ich trinke lieber stilles, schreibt euch unten in den Kommentaren, was ihr lieber trinkt. Also vom Geruch, das riecht ein bisschen nicer, aber auch überhaupt nicht intensiv. Hm. Ja. Also ich schmecke da kaum was. Also bei Zitrone fand ich den Geschmack deutlich intensiver als hier bei Orange. Bei Orange schmecke ich echt fast nichts. Hm. Orange fühle ich gar nicht, weil ich schmecke halt nichts. Jetzt kommen wir hier zur Pfefferminze. Das hat mir das hier noch zum Schluss aufgehoben. Jetzt kommen wir auch zur Minze, da bin ich mal am meisten gespannt drauf. Der Geruch, oh ja, wie so ein richtiges Minzkaugummi. Also den Geruch finde ich ja, am besten, und vor allem Wasser mit Minze. Habt ihr schon mal getrunken? Also ich noch nicht. Der Geschmack ist kaum da. Es bringt nichts irgendwie. Spaß, Leute, würde ich nicht wieder kaufen. Der Röpser eben war ein bisschen minzig, aber das war es auch. Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Abonniert kostenlos Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich werde jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich nicht mehr Wasser geäxt habe. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr das schon mal getrunken habt. Ich würde sagen, ciao, Kakao und chill mit Öl.